zwei Doula-Schwestern, die zusammen im Gebärmutterstudio sitzen. Und wenn wir schon hier zusammen sitzen, haben wir gedacht, das müssen wir doch ausnutzen. Genau, Andrea und ich. Andrea, stell dich doch mal vor, damit die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, wissen, wer du bist. Ja, ich bin die Zimmerkollegin von der Ingen. Wir haben uns bei der Doula-Ausbildung kennengelernt und sehen uns heute hier in Hamburg wieder. Ich freue mich sehr. Ich bin Doula, systemische Beraterin, früher Marketing, BWL auch. Und möchte heute ein bisschen berichten, wie so mein Doula-Weg ist und was für mich so im Zentrum steht. Und das ist vor allem den Frauen Vertrauen in ihre Weiblichkeit zu geben. Und das mache ich über Ritualarbeit, Blessing Ways, Closing the Bones Rituale, aber auch ganz individuelle Familienrituale, auch am Tag vor der Bauchgeburt, also eine ganze Bandbreite. Genau. Und wir wollen heute so ein bisschen über unser Doula-Leben sprechen. Willst du dich auch nochmal vorstellen, Inken? Ja, warum nicht? Warum eigentlich? Ja, stell dich mal vor. Ja, also ich bin Inken Arnzen und ich bin Mitgründerin der Gebärmütter und bin eben, ich arbeite mit Hypnobirthing, ich arbeite als Doula, ich gebe eben, ja im Endeffekt arbeite ich viel mit schwangeren Paaren vor und nach der Geburt. Ich mache auch total gerne Ritualarbeit, also ich liebe, angefangen habe ich mit Frauenkreisen, mit Schwangeren und habe dann angefangen Blessing Ways zu geben und ja, und jetzt ist eben noch sowas wie ein Closing the Bones und sowas dazugekommen als Doula und ich genieße das einfach total, mit Schwangeren zu arbeiten. So, das ist einfach totales Herzensding von mir. So. Ja, für mich auch. Also ich glaube, ich würde auch irgendwie noch 10 Kinder kriegen, wenn die nicht alle so groß werden würden. Aber ja, also birth addicted sozusagen. Yeah. Genau. Total, ja. Für mich ist es auch wichtig, dass ich erlebe ganz häufig, dass Frauen auch sehr verkopft in so eine Schwangerschaft reingehen und sehr organisiert mit Listen und Sachen, die sie lesen müssen, besorgen müssen, einkaufen und so weiter. Und für mich ist wirklich so eine Mission auch, so eine Art innere Geburtsvorbereitung den Frauen anzubieten. Denn auch das Leben mit Kind kann man nicht so organisieren. Das funktioniert dann nicht mehr. Ne? Ja. Und sich darauf einzulassen und ins Empfangen zu gehen. Ich habe hier bei den Gebärmüttern auch mal so ein Mindful Morning Moms Impuls geliefert über Empfangen. Mhm. Und ich glaube, das Empfangen, das dürfen wir eben schon in der Schwangerschaft erfahren. Ne? Auch so was wie Schwangerschaftsbeschwerden, ne? Dass man nicht mehr so viel schafft und nicht mehr so viel kann und dass man mehr Ruhe braucht und mehr Schlaf und so weiter. Das sind ja auch schon Möglichkeiten, sich auf dieses Empfangen einzustellen. Mhm. Ne? Und das zu nehmen, was da ist und auch eben ganz stark ins Vertrauen zu gehen, in das So-Sein der Dinge, in was auch immer, an was man glaubt. Ja. Und das ist eine sehr weibliche Seite im Leben und unser Leben ist häufig bestimmt von der ganzen männlichen Seite. Organisiert, strukturiert, geplant und so weiter. Und so ist eine Schwangerschaft und auch das Leben mit Kind einfach nicht. Und da möchte ich gerne die Frauen über verschiedene Begleitungsarten hinführen oder Wege zeigen, wie jeder für sich selbst seinen eigenen Weg dort finden kann. Ja, genau. Total schön. Ja. Mhm. Ja, ich finde es total zauberhaft, auch wirklich so zu gucken, ja, was ist einfach gerade auch dran, ne? Also so, was zum Beispiel auch was ist, was ich finde, was Andrea und mich einfach auch so verbindet, ist halt, dass wir wirklich sehr situationsabhängig intuitiv arbeiten. Also halt einfach wirklich auch zu gucken, was ist gerade angesagt und da wirklich reinzugehen. Ne? So, also natürlich ist es auch schön, Sachen vorzubereiten und Basiswissen zu haben und so weiter. Und dann aber auch einfach immer wieder in den Momenten halt zu gucken, okay, was ist jetzt hier gerade das, was wichtig ist, was ist gerade gebraucht und da dann eben mit umzugehen und einfach auch da zu sein. So, ne? Das sind einfach so Sachen, die, glaube ich, uns beiden sehr am Herzen liegen und auch eine ähnliche Art zu arbeiten irgendwie auch so sind. Ne? Und aber auch im täglichen Leben als Doula eine Challenge sind. Also ich weiß noch, als ich meine erste Geburt und Rufbereitschaft hatte, ich habe 3 Kinder, da
dann habe ich Pläne gemacht. Ja? Also wenn es Montagmorgens, ich habe den geschickt, ne? Ja. Wenn es Montagmorgens losgeht, wer muss dann wen, wo, wie abholen und wen Bescheid geben und so weiter, dann habe ich gemerkt, hui, also was ist denn hier mit mir los? Ja. Und tatsächlich war es eigentlich bei jeder Geburt so, also es ist wichtig, da das Backup zu haben. Also es muss einfach rund um die Uhr während der Rufbereitschaft, muss klar sein, wer wann wo wie die Kinder abholen. Die Kinder müssen vorbereitet sein. Also sie fragen dann auch immer, ist das Baby jetzt da? Ja, ja. Und sie überlegen sich schon Namen für das Baby, wie das heißen könnte und so. Ja, ich glaube, ich zuletzt war Mirabella. Da haben sie Mirabellen geerntet. Und da gesagt, das Baby könnte doch Mirabella heißen. aber also auch selbst als Doula während der Rufbereitschaft in dieses Vertrauen reinzugehen, da muss ich auch jetzt reinwachsen. Ne? Ja, also es ist auch ein stetiger Wachstumsprozess. Du hattest glaube ich auch so ein Erlebnis, Inken, oder? Ja, wo ich mich jetzt gerade daran erinnere, ist tatsächlich gestern Morgen, als ich zu der Geburt gerufen wurde, nachts. Das war wunderschön, weil es war sehr auf den letzten Drücker, die Geburt. Also es hatte recht lange gedauert. Und dann klingelte wirklich das Handy und es war so, yeah, geil, die Geburt ging los. Ich bin so aufgesprungen und los. Und dann meinte mein Mann, ja, als der Kleine dann zu ihm ins Bett rübergekrochen kam, hat er so gesagt, wo ist Mama? Und er sagt, Mama ist weg. Und er sagt, okay, hat sich unmittelbar gekocht. Oh ja, super, oder? Ja, ist gut. So, also finde ich einfach auch total schön. Halt als Familie halt auch wirklich so zusammen da so, dass es halt, es ist halt, es funktioniert halt, ne? So, also ich weiß halt, wenn ich nicht da bin, ist alles gut. Es ist nichts, ich muss tatsächlich, im Augenblick habe ich sogar die unglaubliche Situation, dass ich gar nichts mehr organisieren muss. Vorher war mein Mann regelmäßig weg und da gab es natürlich dann schon Zeiten, wo ich dann gucken musste, so, okay, keine Ahnung, ist die Oma da, sind die anderen Geschwister, die haben noch viele große Geschwister, sind die dann da und so weiter. Das war auch kein Problem, es war aber mehr organisatorischer Aufwand. Und jetzt ist es, aktuell ist es tatsächlich so, dass ich wirklich einfach aufstehen kann und gehen. So. Ne, irgendwie. Und das ist natürlich totaler Luxus, weil es mir natürlich so eine Leichtigkeit da rein gibt. So. Aber auch da wirklich auch einfach, genau, nicht dieses Überplanen bringt halt nichts. Ne? So. Und wir wollen halt zwar immer für alles Pläne haben und auch Begründungen haben und all so ein Gedöns, aber im Endeffekt halt auch wahrzunehmen, auch zu erkennen. Also auch so, das ist dann so, weil. Und also, ne, so, das ist so, ja, okay, kannst du sagen, aber vielleicht ist es auch einfach nur so, so. Also vielleicht ist es nicht deswegen so, sondern vielleicht ist es einfach so. Weißt du, so ist, ne? Kennst du das, diese Suche nach Gründen? Was meinst du jetzt so? Dass man immer auf der Suche ist. Und ich finde das auch mit Schwangeren in der Begleitung ganz spannend, immer wieder zu gucken, dass man dann sagt, ja, das ist dann jetzt bestimmt, geht es jetzt los, weil. Ja. Ne? Und dann kommen immer irgendwelche Begründungen. Und Geburt ist einfach total weiblich. Ja. Sie ist nicht planbar. Auch dieses, wenn der Muttermund soll sich eröffnen. Und manchmal geht es von 0 bis 6 Zentimetern total schnell und dann dauert es total lange. Mhm. Und oder andersrum auch. Also das ist so, ja. ich mag das dann auch nicht, wenn dann gesagt wird, ja, jetzt haben sie bald ihr Kind in den Armen. Ja, je nachdem, kann es halt auch noch 3 Stunden dauern. Also ja. Das ist so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und Geburt ist einfach nicht so richtig planbar. Man kann sich sehr gut auf die Geburt vorbereiten, das meine ich damit nicht. Mhm. Aber wichtig ist, sich in diesen Prozess einzulassen und mit Hingabe und, naja, ich würde mal sagen, mit so einer passiven Aufmerksamkeit da reinzugehen. Also wirklich beobachten, da sein, aber auch eben empfangen. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für das Leben mit Kindern. Also, ja. Dass man kann die nicht steuern. Nee. Also, und man kann auch seinen Tag nicht so richtig steuern. Man kann, ich sage jetzt mal, die Richtung vorgeben, aber alles andere ist im Flow. Und das als typische weibliche Kompetenz auch anzuerkennen, dass das auch etwas Gutes ist und sich daran zu freuen und sich dem hinzugeben, ist was total Wertvolles. Ja. Und das dürfen wir über die Schwangerschaft, über die Kinder lernen. Und das macht uns auch sehr weiblich. Also da können wir eine ganz andere Art der Weiblichkeit auch an uns selbst entdecken und auch mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen. Total. Das muss aber jetzt und es muss auch nicht alles perfekt sein. Und Geburt ist einfach sehr weiblich, ist nicht planbar. Ja. Was ich immer so süß finde, wenn ich so dann in diesen Planungsmodus verfalle und denke, ich muss doch das vorbereiten und das, dann sagt mein Mann immer zu mir,
du hast dich dein Leben lang darauf vorbereitet. Das finde ich immer super. Und er hat natürlich total recht. Ja. Ne? So, also ich habe mich, also ne, auch wenn ich in eine Geburt gehe und die Frauen begleite, natürlich ist es schön, wenn ich noch hier weiß, da habe ich die Hypnosen und da habe ich dieses und da habe ich jenes. Ja, eigentlich braucht man das alles gar nicht. Und manchmal ne, ist es dann auch das so, ne, ist ganz unterschiedlich. Manchmal brauchst du mehr, dann holst du das noch raus und das noch raus und manchmal... Jetzt zum Beispiel gerade habe ich tatsächlich meine Tasche an der Tür abgestellt, bin reingegangen und habe noch meinen Tee geholt. Und das war's. Achso, genau, irgendwann habe ich dann nochmal eine Kamera rausgeholt. Aber irgendwie, wenn ich so in Begleitung bin, dann bin ich halt sehr bei der Frau. Ne? So, dann ist so mit Fotos machen. Ich finde es ganz, ganz toll, Fotos zu haben. Und liebe so Geburtsreportagen und sowas und die Fotos. Ich finde es wundervoll. Ich merke, ich als Doula, also ja, mal zwischendrin ein Foto machen, okay, aber ich habe meinen Fokus woanders. Ich habe meinen Fokus halt auf der Gebärde. Bei uns im Rhein-Main-Gebiet, ich komme nämlich aus Frankfurt, gibt es jetzt eine Doula, die auch Geburtsfotografin ist. Ich kann das mal in den Kommentaren verlinken. Die ist Doula und Geburtsfotografin und kombiniert das beides. Mhm. Und das ist ganz toll. Also kann die natürlich, dadurch, dass die Fotografin ist, kann die das natürlich auch mit einer anderen Leichtigkeit machen als wir vielleicht. Ja. Wobei ich es auch, also ich mache einfach wahnsinnig gern Fotos und ich versuche das dann schon auch einzufangen. Bei der letzten Geburt, das war auch eine Hausgeburt, da habe ich wirklich so diesen Moment des Hochnehmens, habe ich es geschafft, irgendwie tatsächlich den noch einzufangen. Ja, und das sind einfach ganz wunderbare Erinnerungen. Ne? Ja. Es ist auch wirklich eine ganz, ganz wunderbare Erinnerung. Also ich habe tatsächlich von beiden Geburten Videos. Bei der ersten, das war ja ein Kaiserschnitt am Ende, und da war es eben so, dass mein Mann tatsächlich gefilmt hat, als er mir auf die Brust gedrückt. Das ist so abgefahren, das zu sehen. Das ist so emotional für mich, das immer wieder anzugucken und so. Und bei dem zweiten hatten wir fast die ganze Zeit so ein Stativ mit einer Kamera aufgestellt und das einfach so laufen lassen. Und da habe ich mir die Geburt auch wirklich mehrfach danach angeguckt. Also nicht die komplette Aufzeichnung, weil die ist halt ein bisschen länger. Nee, also 8 Stunden. Aber die Geburt selber habe ich tatsächlich mehrfach angeguckt und das ist echt schön, das zu haben. Also auch für mich einfach, ne? Also muss man ja auch nicht immer mehr alles veröffentlichen bei YouTube, kann man ja sich auch selber einfach angucken. So, ne? Also es ist echt schön. So, also ich finde es eigentlich total großartig, auch so Fotos zu haben und Videos. Ja. Und der Moment kommt halt nochmal an. So, ne? So. Ja. Ja, und also was ich im Doula-Sein auch so schön finde, ist, dass man eine Gemeinschaft unter Frauen bildet. Das ist einfach nochmal was anderes, gerade wenn es ums Kinderkriegen geht, ums Schwangersein. Das sind einfach typisch weibliche Erlebnisse im Leben und wirklich Schlüsselerlebnisse. Mhm. Ne? Also gerade für eine Frau, die zum ersten Mal zur Mutter wird oder auch zum zweiten Mal, kann das auch ganz intensiv sein. Ne? Ja. Auch zum dritten, vierten Mal. Also überall. Ja, es hat jedes Mal gibt es andere Schritte, die man geht. Und da finde ich es so wertvoll, als Doula Räume zu öffnen. Also ich mache ja auch Frauenkreise für Schwangere oder eben diese Blessing Rays oder dann auch danach mache ich selbst oder mit meiner Doula-Kollegin Sonja zusammen die Closing the Bones. Schön, ne? Und es ist wirklich auch immer sehr intensiv, wenn wir es auch zu zweit machen. Weil das ist ja fast wie so ein kleiner Frauenkreis. Mhm. Ne? Zwei ein bisschen ältere Frauen, erfahrene Mütter, die Doula sind, die einen gewissen Background mitbringen und die wirklich so einen Raum aufmachen für die andere Frau. Mhm. Und da kann so viel fließen und sich öffnen und Prozesse in Gang gesetzt werden in viel Geborgenheit und Liebe. Das finde ich einfach total wichtig und wertvoll und ist in unserer Gesellschaft gar nicht so anerkannt, ne? Oder auch nicht normal, sag ich mal. Also ich war bei meinem ersten Kind so einsam im Wochenbett oder also auch in der Babyzeit. Also ich hatte halt keine Freundin, die zufällig zeitgleich schwanger war und hatte bis auf eine Frau eigentlich auch nicht so richtig connected so in diesen Kursen, bin aber auch nicht mehr hin, weil mein Kind immer geschrien hat und das war alles zu viel. Und da finde ich das so schön, das einfach zu kreieren und zu geben und zu schenken und auch wichtig für die Frauen zu wissen, dass es sowas gibt. Ja, total. Ja, und da ist halt so ganz interessant auch immer wieder so zu gucken, dass man es sich selber, also eine Sache, die man glaube ich als werdende Mama so lernen darf,
ist halt wirklich, ich nenne es jetzt mal Hilfe anzunehmen, ich sage es jetzt mal anders, Unterstützung anzunehmen. Einfach wirklich, du musst nichts alleine schaffen. Keiner von uns muss das, auch egal wer, ne? Aber wirklich auch in unserer Gesellschaft sind wir, haben wir uns so daran gewöhnt, dass wir alles immer alleine machen müssen, tough und selbstständig sein müssen und so weiter. Und spätestens als Mama ist es an manchen Stellen einfach auch gar nicht wirklich möglich. Ja. Ne, so. Und dann wirklich auch zu sagen so, wow, ich kann das annehmen. Mhm. Ne, also sich selber das auch zu schenken, das einfach auch anzunehmen, dass jemand da ist, der einem das anbietet, dass er vorbeikommt und manchmal vielleicht einfach nur mal kurz das Baby hält, einmal um den Block geht, keine Ahnung was. Ne, so. Also einfach dieses wirklich sich selber zu schenken, dass man nach Unterstützung fragen kann, dass man das annehmen darf, ja, und dass man eben da nicht so alleine durch muss. Ja, also ich arbeite ja auch als Wochenbettdoula, obwohl ich jetzt nicht die eingängige Ausbildung habe. Ich bin ja auch systemische Beraterin, arbeite dann vor allem in diesem Bereich auch und begleite mit. Ich spiele das auch immer ganz transparent, was ich für Ausbildungen habe, aber ich habe einfach so eine intrinsische Motivation, die Frauen auch im Wochenbett zu begleiten. Denn das ist so ein wichtiger Transformationsprozess, der in all den Gefühlslagen, die dort auftauchen, sein darf und wichtig ist. Und was eben diese rosa-rote Bubble, die da immer so draußen rumschwebt, ja, da sage ich, den Frauen dann, naja, die 98%, die ungeduscht zu Hause sitzen und nicht im Café, die siehst du halt nicht auf Instagram oder sonst irgendwo. Ne? Ja. Also, deswegen more reality on Instagram. Ja. Das ist wirklich, das ist normal. Das, ja. Und das und sich die Zeit zu gönnen. Ja, und die Klaviatur dieser Gefühle, die darf auch einfach sein. Ne? Ja. Also jetzt habe ich dieses Kind im Arm, ich habe mir es so sehr gewünscht und ich bin so überglücklich. Aber ich bin total überfordert mit diesem neuen Alltag oder er unterfordert mich irgendwie vom Kopf her. Irgendwie ist es langweilig, mir ist eigentlich langweilig vom Kopf her. Ne? Gibt es ja auch. Oder mein Bauch fühlt sich so leer an. Ja. Also es gibt ja alles Mögliche. Die ganze Und mir hat es total geholfen, dass mal eine ältere, erfahrene Frau in dieser Zeit, die hat zu mir gesagt, es ist ganz normal. Und das war so, wow, das ist nur ein kleiner Satz. Aber wirklich diese Zuwendung in dieser Zeit zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Genau, jetzt sind wir irgendwie beim Wochenbett gelandet. Das ist doch auch schön. Das ist doch auch schön. Auch ein wichtiger Teil davon. Ja, total. Ja. Ganz, ganz wunderschön. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war so dieses Doula-Werden nochmal so ein Schritt weiter, ne? Also die Hypnobirthing-Kurse geben und eben mit den die Paare vorzubereiten, richtig gut vorbereitet zu haben auf die Geburt, war immer total das schöne Gefühl, ne? Also zu wissen, dass sie mit einem richtig guten Werkzeugkoffer, Paket da in diese Geburt gehen, so, ne? Und dann war es aber trotzdem natürlich so, dass ich sie dann da an der Stelle dann auch wieder losgelassen habe, was auch in dem Augenblick okay war. Aber jetzt als Doula kann ich halt einfach noch diesen Schritt weitergehen und kann halt mit ihnen arbeiten und mit ihnen dann auch gucken, was wollen wir benutzen, wie wollen wir das anwenden, was ist gerade richtig, was ist gerade wichtig. Und da einfach wirklich, also ich habe tatsächlich viele, die ich begleite, die quasi mich wirklich auch für beides dann buchen. Also ich habe manchmal auch welche, die eine Geburtsbegleitung machen, aber ich habe auch viele, die wirklich quasi zuerst die Geburtsvorbereitung mit mir machen und dann eben weiter auch die Geburtsvorbereitung. Wunderbar, ja. Also das ist natürlich wahnsinnig toll, wenn man dich schon in der Vorbereitung dann auch kennt. Und ja, man hat dann halt auch schon die Tools so in der Connection, ne? So. Hat, ne? Ja. Ja, genau, das ist echt ganz zauberhaft und also es muss nicht unbedingt sein, ne? Also auch die mich nur in Anführungsstrichen zu da buchen, auch da ist es total, also auch das funktioniert total super, jeder halt, wie er das gerne möchte. Es ist aber relativ häufig tatsächlich, dass die Leute dann eben auch das so als Paket quasi buchen, kommt sehr, sehr oft auch vor dann, ja. Das ist echt schön. Ja, und diese ganze Ritualarbeit drumherum, die finde ich einfach so ganz, das ist alles so nährend. Das geht halt auch in dieses ganze Thema, ja, sich selbst wertzuschätzen, ne? Sich wirklich Zeit für sich selber zu nehmen, sich selber den Prozess zu erlauben, sich nach der Geburt eben wieder zu schließen oder eben vor der Geburt wirklich auch,
Also alleine so ein Blessing Way zu feiern mit seinen Freunden, mit Menschen, die einem wirklich am Herzen lieben, die einem diese Liebe und Aufmerksamkeit schenken, wie bei einer Hochzeit. Ja. Also es ist einfach so wundervoll und emotional. Also ich bereite jetzt gerade ein Blessing Way vor und die Organisatorinnen, die für die Schwangere das organisieren, die sind so süß und dann posten sie immer hier und das will ich doch besorgen und dann machen wir das und so. Und die sind so, gehen da total drin auf. Also für die ist das eine totale Freude, das ausrichten zu dürfen für ihre schwangere Freundin. Ne? So, und sind total süß engagiert. Das ist wunderbar. Das ist wundervoll. Ja, das ist wie Trauzeuge ja. So ein bisschen. Ja, ja. Weißt du, so, wenn man so ja. Hochzeit mit organisiert ja. Was? Ja, ich hatte neulich so eine schöne, schöne Erfahrung. Da habe ich für das dritte Kind eine geplante Bauchgeburt auf einer medizinischen Indikation basierend. Da hatte ich am Tag vor der Bauchgeburt ein Familienritual. Und dann das waren schon 2 Mädels, 4 und 6, glaube ich, und die haben mit mir zusammen dann alles vorbereitet und dann haben wir Mama und Papa reingerufen und haben dann 2 Kerzen gestaltet, ne? Weil sie war ja dann im Krankenhaus, die Kinder zu Hause. Und also es war so eine innige Stunde, die wir da zusammen hatten. Und die Schwangere schrieb mir dann auch im Nachhinein, dass sie das so genährt hat, auch wirklich während der Bauchgeburt, dass sie an das Licht gedacht hat, in das Licht, in das auch das Kind geboren wird. Und man kann mit solchen Ritualen, die per se gar nichts Esoterisches haben, wirklich nochmal so einen geborgenen Raum kreieren, den man sich auch mit zur Geburt nehmen kann. Ne? Stichwort innerer Geburtsraum. Ja. Und das ist für mich, ich kann mich da ganz gut, ich glaube, das ist eine meiner Stärken, individuell in die Person so reinfühlen. Also ich mache da auch nicht so, okay, da machen wir die Kette und dann noch das und die Kerze und ne? Sondern es ist dann meistens ganz individuell. Ich habe auch schon ein Ritual mit nur einer Schwangeren gemacht. Ne? Wir haben uns einfach in den Park gesetzt, das war so kurz nach dem Close-Down, als der wieder vorbei war. Und sie war einfach auch ein bisschen traurig, irgendwie die ganze Schwangerschaft, ne, wie isoliert die war. Und da haben wir uns einfach zu zweit hingesetzt, 1,5 Stunden, und haben da verschiedene Dinge gemacht, aber auch mit ganz vielen Symbolen nochmal auf die Schwangerschaft passieren lassen und auch so einen Geburtsraum gebildet, so einen inneren. Also da kann man wunderschöne Sachen machen. Ja. 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 Super schön. Ja. Wir haben ja tatsächlich jetzt auch so ein paar Sachen davon auch in unserem neuen Online-Kurs, deine kosmische Geburt mit drin. Damit zum Beispiel, was ist, finde ich, so schön, also das Steine bemalen. Du musst wissen, wir beide haben bei unserer Dula-Ausbildung gerne Steine zusammen gemalt. Und zwar ganz schön. Und zwar ist es ein Dankbarkeitsstein. Und zwar, dass du dir selber einen Stein bemalst und diesen Stein dann immer, wenn du ihn anschaust, dir selber sagst, wofür du dankbar bist. Und das kann in Bezug sein auf die Schwangerschaft, die Geburt, die Zeit, die kommt, die Zeit, die schon war. Und dass du diesen Dankbarkeitsstein halt wirklich dann auch entweder dabei hast oder eben zum Beispiel immer wieder neben deinem Bett hast und immer wieder anfasst. Und so einen Stein kannst du halt super gut auch einfach mit zur Geburt nehmen. Ne? So, das ist halt, den kriegst du halt jederzeit irgendwie mit. So. Und das finde ich so eine ganz schöne Kombination aus Tools, die du dann so verbindet, so Kreativität, aber dann auch wirklich so dieses, immer wieder da reingehen und immer wieder auch, ne, also früh ein glückliches Leben hat ganz viel mit diesem Dankbarkeit zu tun. Wenn ich für die kleinen Dinge, wenn ich dankbar dafür sein kann, dass ich jetzt mit dir hier sitze und ich bin das Video da und dieses Video drehen darf, so, ne, dann macht das mein Leben viel fröhlicher und glücklicher und erfüllt mich total. Ne, es gibt ja auch dieses wundersüße Spruch und Bild, ne, irgendwie mit diesem Happiness, I've created it by myself. Das finde ich einfach so schön. Ne? Also wirklich auch so diese Dankbarkeit und dieses Glück halt für sich selber einfach auch zu praktizieren und dadurch halt auch zu leben. So. Wunderschön. Jetzt haben wir ganz schön lange geredet. Ja, ich glaube, wir sollten langsam mal zum Punkt kommen. Ja, ich möchte jetzt auch endlich mal ins Café gehen. Ja. Wir reden jetzt ohne die Kamera weiter. Ja. Ja. Wenn ihr Fragen habt, dann
Poste die einfach in die Kommentare. Vielleicht machen wir dann auch nochmal ein Live-Video. Ich meine, können wir auch Frankfurt-Hamburg machen. Ja, können wir total gerne. Ja, wenn ihr Fragen habt, haut raus. Genau. Wir stehen gerne zur Verfügung. Wir sind sehr dankbar dafür dann. Ja.